Hi, herzlich willkommen bei Fantastisch Frei. Heute geht es um das Thema Batterie im Expeditionsmobil und wie wir die Batterie eingebaut haben. Das seht ihr jetzt in dieser Folge und was wir getan haben, damit die Batterie leicht wechselbar ist, damit das System erweiterbar ist um die Batterie, damit wir autark stehen können, wie wir umgegangen sind mit der Verkabelung drumherum, sowohl mit den dicken Kabeln als auch mit den dünnen, warum vorkonfektionierte Kabel gar nicht so gut waren in unserem Fall. Das alles erfahrt ihr in der Folge. Bleibt dran, jetzt geht's los. Viel Spaß. Das erste ist natürlich so eine Batterie, die hat ein paar Kilo, auch wenn es ein LiFePO-Akku ist, was wir haben, der ja relativ leicht ist verglichen zu anderen. Und die muss natürlich auch vernünftig eingebaut sein. Und da haben wir uns was einfallen lassen, haben so einen Rahmen drumherum gebaut, wo wir sie reinstellen und wo wir sie dann dran festgurten. Und das funktioniert soweit sehr gut. Wir sind ja schon ein paar Kilometer jetzt auch gefahren. Da rüttelt nichts dran. Also es rüttelt schon dran, aber es wird nicht locker, sagen wir es mal so. Und das sieht soweit alles gut aus. Und wie wir den gebaut haben, das seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei. Das hier, das ist ein Rahmen. Da kommt unsere Batterie rein. Also der klebt nachher am Boden, beziehungsweise wird geklebt und geschraubt. Und da stellen wir die Batterie rein. Rechts und links davon kommen solche Ösen. Und mit dem Gurt hier, dem Gurtsystem, ich hoffe, dass das passt. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier vielleicht zu lang oder zu kurz ist, aber so ist erstmal der Gedanke, es mit einem Gurtsystem dann über die Ösen hier unten reinzupressen in den Rahmen und dann steht der auch bombig, dann die Batterie, da kann nicht mehr viel passieren. Ja, vielleicht ganz kurz, warum so? Das ist für uns relativ platzsparend, das so einzubauen. Das ist ein Grund und ich hatte lange überlegt, naja, so ein Gurt zu nehmen, ja oder nein. Und der Hintergedanke bei dem Gurt war eigentlich mehr oder weniger, das ist weich, das drückt nicht so auf die Batterie, wie wenn ich zum Beispiel ein Metallband nehmen würde, wie ich zum Beispiel die Dings fixiert habe, die Abwassertanks, ja, und am Auto, weil die drücken dann schon heftig und dann müsste man wieder ein Gitter bauen oder was heißt ein Gitter, irgendwie eine Stahlkante oder sowas. Deswegen das den Gurt. Wir bauen das Ding jetzt ein. Und ich schließe das dann auch noch an. Ja, also wir verbauen dann noch ein paar andere Teile, weil von der Batterie geht dann der Minuspol zu unserem Batteriemonitor. Und der Pluspol geht dann zum Verteiler. Die werde ich nicht angeschlossen lassen, weil wir hier noch viel zu viel basteln. Ich will da nicht ständig Strom drauf haben. Aber ich werde gucken, dass die Kabel so passen erstmal. Ja, und wenn euch das alles interessiert und ihr sehen wollt, ob das nachher auch wirklich so funktioniert, dann bleibt dran bei der Folge. Hier wird heute gebastelt. Weniger Theorie, mehr Doing. Ja, Leute, so sieht es schon ganz gut aus. Das gefällt mir sehr gut, aus mehreren Gründen. Erstmal steht schön in der Ecke, das heißt, es ist wenig Platzverschwendung. Ich habe hier praktisch diesen Haken, nicht Haken, diese Öse hier festgemacht oder will ich hier festmachen. Die andere ist auf der anderen Seite. Das heißt, der Gurt ginge dann im Endeffekt hier in der Mitte drüber. Jetzt habe ich aber ein Problem festgestellt. Das Ding ist hier so lang, dass das Metall auf der Kante hängt. Das ist ja genau das, was ich eigentlich vermeiden wollte. Und das, was ich jetzt praktisch machen muss, ist das Ding hier irgendwie kürzer zu bekommen, dass das praktisch so ist. Wenn das so ist, dann hängt das hier neben und dann geht der Gurt oben drüber und dann bin ich happy. Ja, da suche ich jetzt mal nach einer Alternative, das irgendwie da fest zu bekommen. Wäre natürlich ein Schnellschuss, wäre einfach eine Reihe Kabelbinder dran zu machen.
Metallband wäre eine Option. Mal schauen, also wenn ich zwei, drei große Kabelbinder habe, mache ich das glaube ich einfach mit Kabelbindern. Weil da muss man sich auch keine Sorgen machen. Die Dinger halten ja auch, wenn man da mehrere nimmt. Also, los geht's. Ich bereite jetzt das Ding hier vor. Wie gesagt, ich schneide das jetzt ab. Hier das Teppichmesser und dann geht es jetzt einfach mal durch. So. Und auf der anderen Seite auch. Schon stabiles Zeugs. Na? Wieder schon die Klinge stoppen. Oh, das Zeug ist echt stabil. Gut, das ist Müll. Das kann man jetzt mal wieder weglegen. Ja, ich habe mich jetzt hierfür, weil das das Einfachste ist, für die Variante entschieden mit den Kabelbindern. Thema Sicherheit dabei ist eine Geschichte natürlich jetzt, da müssen wir mal drauf gucken. Ich habe hier jetzt die Herstellerangaben auf der Packung mit dem Kabelbinder besagt, dass so ein Kabelbinder 50 Kilo trägt. Das heißt, das hier sind jetzt 200 Kilo, wenn ich fertig bin. Ich will versuchen, vier Stück dran zu machen, wenn das hier passt. Ich denke, 200 Kilo ist mehr als genug. Nämlich so und so. Das passt mit dem anderen. Ja, die Batterie ist ja auch so dort in der Ecke drin. Selbst bei einem Unfall oder sowas, wo soll sie großartig hinfliegen? Davor ist der Balken. Das heißt, wenn man irgendwo drauf fährt und sie will Richtung vorne, hängt sie hier am Balken. Wenn da oben drüber sind noch Schubladen, das darf man ja auch nicht vergessen. Das heißt, sie kann auch nach oben überhaupt nicht weg. Da müsste sich durch mehrere Schubladen bohren. Klar. Könnte das passieren, aber dann hält auch der ganze Rest nicht. So. Jetzt zwei und jetzt ist der Ring leider voll. Da muss ich mir noch was überlegen. Ich ziehe ihn noch ein bisschen fester hier. Und die anderen zwei mache ich dann oben drüber. Nochmal. So. Kneifzange. Zack. So blöd das klingt, aber das sind die Sachen, die mir dann immer im Ausbau Spaß machen, wenn man so ein bisschen kreativ werden muss. Ja, weil alles andere ist nur Basteln nach Anleitung. Und hier ist jetzt auch so ein bisschen der Erfindergeist gefragt. Da habe ich immer meinen Spaß dran. Den letzten. So. Tadarata. Jetzt hätten wir ihn gekürzt. Passt, wackelt und hat Luft. Das muss man natürlich ein bisschen beobachten, ob sich sowas ausleiert oder irgendwo Risse kriegt nachher beim Fahren. Aber das ist sowieso eine Geschichte, wenn wir das erste Mal auf Tour gehen, wird man öfters mal alles sich anschauen müssen, wo man so ein bisschen gebastelt hat. Und zu gucken, ob das wirklich funktioniert und hält. Ja, das ist perfekt so. Ist natürlich jetzt nicht so flexibel, aber muss es ja auch nicht. Soll es ja auch gar nicht sein, da rumzuwackeln. Also los! Thank you.
Ja, Leute, ihr seht, die Batterie ist soweit jetzt erstmal drin. Die hat ihren Rahmen. Das passt doch alles wunderbar. Ich habe den Rahmen jetzt mit 6 Schrauben fixiert und ich habe ihn geklebt mit Silikon aber. Also nicht mit irgendeinem riesig starken Kleber, weil ich das Ding ja irgendwann, wenn ich mal erweitern will, vielleicht wieder rausmache und dann so einen zweiteiligen hier hin mache, um die zweite Batterie reinbauen zu können. Und ich habe mir gedacht, das schickt einfach. Da geht es ja nur darum, ein bisschen die Kräfte zu verteilen. Und nicht, dass das für die Ewigkeit hält. Ja, als nächstes kommen die Halterungen hier hin. Aber ich lasse das Ganze jetzt erstmal trocknen. Bei euch geht es trotzdem gleich weiter. Die Elfi hat jetzt gestern hier noch die Ösen hier rein gemacht. Das heißt, ich kann die Batterie jetzt reinmachen. Ich habe die Batterie aufgeladen. Das ist auch schon erledigt. Und dann mache ich jetzt hier noch mal kurz sauber. Hier ist noch so ein bisschen Reste vom Silikon, die da weg können. Und hier hatte ich auch noch mal gebohrt. Hier liegt da noch ein bisschen Späne. Also ich mache jetzt hier sauber und dann setze ich die Batterie ein und mache die fest. Ja, so ist der Plan. Ja Leute, ich habe jetzt, also wie immer, wenn man anfängt zu bauen, auf einmal fehlt was. Das löst sich natürlich jetzt auf, Stück für Stück, einfach weil ich das einfach nur durchgeschnitten habe. Da ist ja jetzt kein Ende mehr, kein richtiges. Normalerweise würde ich das jetzt mit dem Feuerzeug ansenken, aber ich habe kein Feuerzeug mehr da. Das heißt, die nächste Option wäre gewesen, mit Sekundenkleber drüber zu gehen, um die Enden so ein bisschen fest zu bekommen. Habe ich aber auch nicht da. Heißkleber auch nicht. Ja, da sieht man schon, guck, das löst sich dann so auf. Das muss ich nochmal abschneiden gleich. Ja, bin gleich wieder da. Ja, da bin ich wieder. Ich nehme das mal hier oben drüber. Kann es besser sehen. Ja, darum geht es, das zu vermeiden. Ich schneide das jetzt hier nochmal durch. Ich habe zum Glück genug Platz gelassen. Ich muss mir da jetzt keine Sorgen machen. Und da habe ich mir gedacht, da schmiere ich jetzt Silikon drauf. So, das machen wir jetzt auch gleich, bevor ich es wieder auseinandernehme. So und so. Und dann nehme ich mir die 2 Spatel hier und drücke das erstmal einfach so zusammen, um das so ein bisschen ins Gewebe reinzuquetschen und ziehe es mal nach vorne durch. Genau. Das ist die Idee dahinter. Ich mache das jetzt noch ein bisschen glatter einfach, damit das Ganze genau nicht nachher, das muss ja durch diese Öse da von dem Schnellspanner, da darf das natürlich auch nicht zu dick sein. Deswegen ziehe ich das jetzt hier noch mal ein bisschen glatt. Genau, und so sieht das schon fast gut aus. Daneben ist noch ein bisschen frei. Genau. Und da, so bleibt es jetzt. Und da sollte sich ja natürlich dann auch nichts mehr auflösen. Das ist die Idee dahinter. Das lege ich jetzt zum Trocknen. Als nächstes möchte ich jetzt anfangen, die Verkabelung der Batterie vorzubereiten. Und die Verkabelung der Batterie vorzubereiten bedeutet unter anderem auch hier den Monitoring-Schund mit einzubauen. Und zwar kommt da an einer Seite nur die Batterie
und an die andere Seite kommt alles minus, was wir hier haben. Ja, das heißt, da kommt die Masse von der Karosserie drauf, da kommt das Minus von jedem Gerät drauf im Endeffekt. Und dann gibt es hier noch im Endeffekt noch zwei Kabel, die nochmal abgehen zur Batterie für die Messung. Ja, das werde ich jetzt hier noch einbauen. Dazu muss ich aber den geeigneten Platz finden und das ist gar nicht so einfach, weil das natürlich alles irgendwie zusammenspielen muss. Ich habe jetzt zum Beispiel hier unten, ich zeige euch das mal hier, da ist ein Loch, das habe ich im Endeffekt gestern hier reingebohrt. Das geht komplett durch den Boden durch. Da kommt die Stange hier durch und die sorgt dafür, dass ich von der Karosserie mir meine Masse holen kann. Ganz einfach, weil es Vorschrift ist, das mit dem Fahrzeug zu verbinden, mit der Fahrzeugkarosserie die Masse. Und ich ansonsten keine Chance habe, da unten durchzukommen. Ja, also das ist praktisch eine Gewindestange. Die bereite ich dann vor und werde mit der Gewindestange im Endeffekt mir dann die Masse von der Karosserie holen. Auch das gehört hier dran und das muss ich halt alles berücksichtigen. Wo liegt was? Wie komme ich hin mit den Kabeln? Da suche ich mir jetzt mal einen guten Fleck für. Für etwas Ähnliches, auch wenn es eine komplett andere Funktion hat, sieht so ähnlich aus. Das hier brauche ich für den, dann für das Plus von der Batterie. Hier geht also das Plus der Batterie drauf. Und da ist dann eine Sicherung drin, da ist eine 52 Ampere Sicherung drin zum Wechselrichter. Und alle anderen Geräte hängen dann hier hinten auch noch mit drauf. Die haben allerdings ihre eigene Sicherung. Die mache ich praktisch dann auf die Rückseite der Sicherung zur Batterie hin mit dran, weil die auch nochmal separat gesichert sind. Da kann also nichts passieren. Ja, und die zwei Dinger sind so zentral und da gehen so viele Kabel rein und raus, dass ich halt gucken muss, wo ich die dann wirklich hinbaue jetzt. Ja, also ich suche mir jetzt einen schönen Platz. Seht, während das getrocknet habe, habe ich hier schon ein bisschen weiter gebastelt und mir ein paar Sachen angeschaut. Aber jetzt ist es trocken und jetzt machen wir die Batterie fest. So. Top, passt, wackelt, hat Luft. Hier seht ihr, das Ende ist auch fest, da reißt nichts mehr auf. Es labbert nicht rum. War genau die richtige Länge. Perfekt, so soll es sein. Eingebaut. Ja, nachdem ihr jetzt gesehen habt, wie wir das gebaut haben, zeige ich es euch nochmal im Detail. Ich nehme euch mit. Hier rechts unter mir ist praktisch die Batterie mit der kleinen Kamera. Dann könnt ihr das ganz genau sehen. Und wir tauchen jetzt mal ab. Also vom Prinzip ist das hier, wie die Batterie eingebaut ist. Ihr seht, hier ist die Verkabelung schon dran, also wir machen wieder einen kleinen Schritt nach vorne. Hier unten haben wir die Batterie mit solchen Halterungen hier festgemacht. Das hat nicht ganz funktioniert mit den Schrauben, also ist es geklebt, also das ist MS5 hier unten drunter, Dekasyl. Jetzt hält das Ganze wirklich bombig hier. Der Rahmen ist festgeklebt und geschraubt. Das hier haben wir entsprechend gekürzt, das habt ihr ja eben auch im Video gesehen. Und hier vorne nochmal mit
auch hier mit Dekasyl ein bisschen eingeschmiert, dann reißt das nicht mehr auf. Ja, und so sitzt jetzt die Batterie hier drin. Und hier haben wir die Möglichkeit, jetzt auf der Seite, hier ist alles noch frei, hier könnte man noch eine zweite Batterie hinmachen. Und wenn uns der Wahnsinn trifft, dann können wir hier rüberspringen. Hier ist noch fast alles frei. Was ihr hier seht, ist unser Abwasserschlauch, den bauen wir gerade ein, da ist die Heizung. Aber hier könnte man auch noch problemlos zwei Batterien sogar reinmachen. Müsst ein bisschen gucken mit der Wärme von der Heizung, aber vom Prinzip ging das auch. Genau, und das ist eigentlich alles hier oben, die Anschlüsse, die werden angeschraubt bei der Off-Grid-Batterie. Das ist also eine ganz normale, ich glaube es waren M8er-Schrauben, die da oben drin waren. Vielleicht waren es auch M10, nagelt mich nicht fest. Und ja, zur Verkabelung. Da kommen wir jetzt, das zeige ich euch, wie wir das gemacht haben und wie das mit den vorkonfektionierten Kabeln war, warum wir die nochmal geändert haben. Das erfahrt ihr jetzt auch. Also, los geht's. Ja, ich habe hier diese dicken Kabel und die habe ich vorkonfektioniert gekauft. Das heißt, die haben alle so eine Standardlänge, so 1 Meter, manche sind 1,50 Meter, ich habe auch eins mit 2 Metern. Problematik dabei ist, dass diese Kabel nie richtig passen natürlich dadurch und ich jetzt hier riesige Schleifen legen muss, die mir im Weg rumhängen und ich habe jetzt beschlossen, dann doch mir das Werkzeug zu besorgen, weil ich habe die fertig gekauft im Endeffekt, weil ich das Werkzeug nicht hatte und mache die jetzt hier im Endeffekt dann, kürzt die ein Stück. Ja, das ist hier so ein 50 Quadrat Kabel, ich habe auch noch 35 und 10 Quadrat, die ich noch machen muss. Das ist jetzt die nächste Aufgabe. Ja, los geht's. Ich habe mir das jetzt hier markiert. Das ist praktisch das kurze Stück. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil natürlich ich nachher wieder so einen Ring dran mache. Das heißt, das Ding ist dann wieder so ein Stück länger. Da habe ich mir jetzt mit Bleistift eine Markierung gemacht und da nehme ich jetzt die Eisensäge und versuche das durchzusägen. Da das flexibel ist, bin ich mal gespannt, wie gut das funktioniert. Da-da-da-da, abgeschnitten. Da könnt ihr jetzt auch mal sehen, was da noch eine dicke Ummantelung drumherum ist um das Kabel. Ich habe jetzt hier den entsprechenden Kabelschuh, der dann nachher da drauf kommt. Ja, Problematik ist jetzt allerdings, ich habe festgestellt, dass mein Schrumpfschlauch, den ich habe, einfach zu dünn ist. Ich dachte, der passt, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass die Isolierung hier so dick ist. Ich hatte da dran mal geprüft, da war Platz drumherum ohne Ende. Aber die Isolierung hier, die ist doch dicker und da muss er ja auch drüber. Das heißt, da werde ich mir noch was einfallen lassen müssen, da werde ich nochmal losziehen müssen. Aber ich dachte mir, ich gucke jetzt erstmal, ich mache den jetzt hier erstmal ab. Ja, so kommt es nachher im Endeffekt da drauf. Ganz wichtig ist, wenn ihr sowas macht, guckt euch die Schrauben an, die ihr natürlich habt. Das ist jetzt alles 50 Quadratmillimeter, das steht auch drauf. Das ist praktisch die Fläche von dem Draht, beziehungsweise dem Drahtgeflecht. Und dann steht da M8, M6, M10. Und ihr seht jetzt hier schon, sind zwei unterschiedlich große Löcher, weil das ist M8, das ist M10. Geht nicht davon aus, wenn die eine Seite M8 ist, die andere auch M8 sein muss. Zum Beispiel der Messschund, den ich da habe, der hat M10er Schrauben, ist der einzigste. Das heißt, alles, was ich da dran machen muss, muss ich ein anderes Loch dran machen. Ich isoliere das jetzt mal ab. Und dazu gehe ich wieder hin. Nehme mir das Teppichmesser, das ist dann ungefähr, wenn es jetzt hier so markiert, und schlitz hier einmal drumherum. Und versuche das zu tun, ohne mir in die Finger zu schneiden. Schon mal
gar nicht schlecht aus. Kann ich das hier so irgendwie drehen? Nee. Da ist jetzt hier noch so ein Stück Plastik drumherum, das machen wir auch noch ab. Natürlich jetzt vorne durch Sägen ein bisschen ausgefranst. Deshalb ist es nicht so einfach, die alle da reinzukriegen, die ganzen Litzen. Ich wollte euch das kurz zeigen, aber ich habe echt Probleme, das da reinzukriegen. Und wenn ich den Schrumpfschlauch nicht habe, muss ich es rausziehen, muss es nochmal machen. Deswegen besorge ich jetzt erst den Schrumpfschlauch, dass ich es nur einmal machen muss. Weil ich glaube, wenn es einmal drin ist, werde ich das nie wieder da rausziehen. Problematik ist, dass durch das Sägen hier vorne das ein bisschen ausfusselt. Und das passt wirklich eigentlich ganz genau da rein. Ich weiß jetzt nur nicht, wie ich damit umgehen soll, ehrlich gesagt, momentan. Ich müsste das irgendwie da einzeln reinschieben, glaube ich, mit dem Schraubenzieher hier. Weil da ist kein Millimeter Spielraum. Ja. Also ich besorge erstmal den Schrumpfschlauch. Da bin ich wieder. Hab Schrumpfschlauch organisiert. Das Blöde ist, dass es gar nicht so einfach ist, so einen großen Schrumpfschlauch zu kriegen. Das ist jetzt schon ein relativ großer Oschi. Die Problematik ist, den gibt es dann nicht mehr in kleinen Packungen. Das heißt, ich habe jetzt 5 Meter Schrumpfschlauch. Jetzt kann man Kabel ziehen ohne Ende. Gut, ich passe das Ding mal an, dass es ungefähr dann so aussieht wie hier. Und dann versuche ich das Ding wieder drauf zu hämmern. Irgendwie. Da habe ich noch ein bisschen Respekt vor, weil das ging eben überhaupt nicht. Aber geht nicht, gibt's nicht. Das ging nur vorhin nicht. Jetzt geht's wieder, garantiert. Achso, vielleicht auch ganz wichtig. Das Ding liegt ja nachher so. Also ich muss auch aufpassen, das darf ich nicht vergessen, dass der auch wirklich parallel zu dem liegt hier an der Seite. Sonst verdrehe ich mir das Kabel, was wahrscheinlich bei der Größe gar nicht wirklich geht, weil da keine Flexibilität mehr ist. Das ist ziemlich steif jetzt. Aber das testen wir jetzt. Kriegen wir schon. Los geht's. Also, so sieht das Ganze jetzt aus. Das passt also. War ein bisschen gefummelt, aber ging. So kommt der Schrumpfschlauch drauf. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht sogar 2 drüber mache nachher. Ich habe hier meine Heißklebepistole. Ich werde praktisch hier oben dann, hier unten und hier oben dann so einen Kringel mit der Heißklebepistole ziehen, den Schrumpfschlauch dran machen und ihn dann festmachen. Das mache ich nur, damit sich das hier ein bisschen besser abdichtet. Man kann das sehen, die haben hier auch Kleber drauf gemacht, um das abzudichten. Und dasselbe werde ich dann jetzt auch hier machen. Genau, dazu brauche ich aber erst noch mal kurz, so muss das hin. Ganz dreckig. So muss das hin. Das heißt, ich brauche kurz einen Stift, das muss ich mir markieren. Da ist er. Da ungefähr auf der Höhe. So, dann legen wir mal los. Gut. Und jetzt schrumpfen wir das ganze Ding mal. Idiot.
Ich habe vergessen, es zu krimpen. Das Wichtigste. Also ich werde jetzt nochmal aufmachen müssen. Relativ zügig. Bevor der Kleber fest wird. So, so sieht jetzt das gute Stück aus. Ich krimp das jetzt. Mit der gigantischen Krimpzange hier. Und dann mache ich Heißkleber drauf. Also ich habe hier schon die Heißklebepistole angemacht. Der kommt hier auch drum. Dann kommt der Schrumpfschlauch dran. Und dann schrumpfe ich das. Ich mache den Heißkleber dran, weil die hier auch praktisch das versiegelt haben ein bisschen. Manche machen das, manche machen das nicht. Ich habe beschlossen, das auch zu machen. Gut, dann krimpen wir jetzt erstmal. Ich habe jetzt hier vorne diese Räder, kann man verstellen. Die stehen auf 50 Quadrat. So, und dann muss das hier rein. So. Jetzt muss es einmal voll durchgedrückt werden. Da, 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 da. Da bewegt sich nichts mehr. Ja, gut. Dann hatte ich ja gesagt, jetzt den Kleber drauf zum Abdichten. Das heißt, ich habe hier angezeichnet, wo das Ding enden wird. Der Heißkleber hat den Vorteil, dass ich jetzt, wenn ich den Schlauch heiß mache, dann bleibt der auch geschmeidig und setzt wirklich die Lücken dann zu. So, so passt das ja ungefähr. Sehr schön. Dann Feuerzeug. Jetzt wird geschrumpft. Da-da-da-da. So sieht's aus. Also es hat eigentlich echt gut geklappt. Das ist hier vorne ganz dicht zu, hier hinten auch. Das fühlt sich auch echt gut an und hochwertig. Man kann da dran drehen und ziehen und da passiert gar nichts mehr. Gefällt mir sau gut. Davon habe ich jetzt noch ein paar mehr zu machen. Das machen wir dann eher im Schnelldurchlauf, glaube ich, sonst wird das für euch irgendwann mal uninteressant. Aber das ist halt ein bisschen die Problematik. Man braucht hier so ein Spezialwerkzeug, ja, wenn man sowas macht. Aber ich würde jedem empfehlen, die Dinger selbst zu machen, von Anfang an. Wie gesagt, ich habe sie fertig gekauft. Die kann ich jetzt auch verwenden. Ich muss nur ein paar Ösen und sowas dran machen. Aber vom Prinzip ist es also wirklich so, dass die alle angepasst werden müssen, also bei mir unten zumindest. Wenn ihr so viel Raum habt, dass ihr die hängen lassen könnt, irgendwie mag das okay sein, aber ich muss die da speziell anpassen. Jetzt gucken wir mal, ob der da reinpasst und danach gibt es die anderen. So, ihr seht jetzt, ich habe zwei unterschiedlich große Löcher. Der kommt hier hin, der andere kommt dahin. Ich habe den schon mit Absicht noch nicht festgemacht, sondern nur so geklebt, damit ich eine grobe Idee bekomme. Weil ich davon ausgehe, dass der wahrscheinlich noch ein bisschen hin und zurück geschoben werden muss jetzt. Na, ich brauche hier genau das Teil brauche ich. Federring, das kommt dahin. Das kommt oben drauf. Jetzt seht ihr schon, dass ich den noch mal ein bisschen schieben muss. Aber das war ja so geplant. Das ist halt, diese dicken Kabel sind halt wirklich sehr steif. Musik.
das heißt, so muss der nachher hin. Passt, wackelt und hat Luft. Ist der? Nee, das ist auch wieder eine andere Schraube. Naja, das heißt, jetzt geht es darum, das Kabel von hier da hoch zu machen. Das messe ich dann auch gleich nochmal aus, was ich da wirklich brauche. Da werde ich aber noch so eine kleine Biegung hier reinlegen müssen. Genau. Dann haben wir noch ein Kabel von hier rüber, das seht ihr jetzt nicht, und ich drehe es mal rum, hier hin, um einen 12-Volt-Anschluss zu machen. Wir haben das Kabel hier hin, das große. Und von hier aus geht ebenfalls ein Kabel nachher hier rüber an den 12-Volt-Verteilerkasten. Das muss ich auch noch machen. Das ist allerdings ein bisschen mehr tricky, weil da muss ich selbst noch eine Sicherung reinlegen. Ja, und da haben wir Kabel Nummer 2. Sieht auch sehr gut aus. Gibt es nichts, was sich irgendwie bewegt oder sowas. Und wenn man die zwei hier vergleicht, ist wie beim Profi praktisch. Das gefällt mir sehr gut. Also es klappt echt wunderbar so mit der Technik. So, das bedeutet aber auch, dass wir in der Theorie das Massekabel jetzt soweit schon anschließen können. Ich mache es natürlich noch nicht an die Batterie, weil ich Plus noch nicht dran habe. Jetzt haben wir erst Plus fest und dann Masse. Das heißt, Plus muss erst noch gemacht werden. Aber der Masseteil ist soweit fertig. Sehr gut. Also gehen wir mal rein und schließen mal an. So. Okay, ein bisschen was hinlegen. Genau, der kommt da oben dran. Der kommt dann so dahin. Das heißt, es passt. Schon mal gut. Jetzt hätte ich aber gerne noch den Deckel. Den hier mal kurz schauen. Das passt, ich habe das jetzt hier angezeichnet, das heißt, ich mache den jetzt hier noch fest. Ich werde da aber unten drunter, habe ich mir überlegt, noch so ein bisschen doppelseitiges Klebeband machen, einfach weil ich das ein bisschen gleichmäßiger festmachen will. Das ist nur eine Dingsplatte hier unten, Palme hätte ich beinahe gesagt. Pappel, eine Pappelplatte, ist keine Palmenplatte. Und da halten die Schrauben nicht so gut drin. Ich musste die hier auch, die habe ich auch nochmal zusätzlich geklebt. Die waren ja ursprünglich nur geschraubt. Und da habe ich gemerkt, okay, das löst sich schon ein bisschen. Habe ich nochmal Kleber drunter gemacht, hält jetzt bombig. Da mache ich doppelseitiges Klebeband drunter und die Schrauben rein. Einfach weil hier doch ein bisschen Druck ist, weil das verbiegt sich ein bisschen. Ich nehme an, dass das dann 3-4 Tage Druck drauf baut und dann hat sich das alles so hingeschoben, wie es soll. Genau. Und dann mache ich erstmal Mittag. Und nach dem Mittag kommen dann die anderen Kabel dran. Ich bin jetzt so ein bisschen in Fahrt. Mein Problem ist nur, ich habe keine Patronen mehr für die Heißklebepistole. Und das Feuerzeug ist leer gegangen. Das heißt, ich müsste jetzt auch mit dem Föhn wieder machen. Das mit dem Föhn geht zwar auch, aber das ist immer ein bisschen umständlich, weil der nochmal eine ganz andere Hitze erzeugt. Die ist viel breiter. Das kann ich nicht so punktuell heiß machen. Und dann ist gleich der ganze Draht heiß. Also das ganze Kabel. Ja, aber festmachen machen wir wieder im Schnelldurchlauf.
Ja, so war das mit der Verkabelung. War nicht immer ganz einfach, aber hat eigentlich alles sehr gut funktioniert. Hatten bis jetzt auch noch keine Probleme. Wir haben natürlich auch die Kabel immer mal gemessen, werden die warm oder sowas und nichts. Das sieht alles super aus, fliegen auch keine Sicherungen ungewollt raus. Also insofern ist die Verkabelung echt gut. Und deshalb möchte ich euch das jetzt auch zeigen. Ich mache wieder die kleine Spionenkamera an. Und dann tauchen wir wieder ab und schauen mal hier rein. Ja, das hatte ich euch vorhin schon gezeigt. Die Batterie, da fängt alles an. Das heißt, hier ist der Minuspol, da geht das Massekabel ab, hier ist der Pluspol. Und ganz wichtig, direkt hier das einzigste Kabel, das zur Batterie geht. Das hier ist also kein Kabel im Sinne von, dass da, ja, da fließt natürlich auch Strom, aber das ist die Temperatur, das ist ein Temperatursensor, das ist nichts, was hier irgendein Gerät steuert, das hier. Das Kabel geht also hier direkt in den Schund und hier, das ist der Monitoring-Schund und der misst alles mit, was hier durchfließt. Zu den Apps, wie man das, was man da sehen kann und sowas, kommen wir gleich noch. Das ist dann der nächste Schritt. Und das hier drunter, das ist der Masseverteiler. Und hier läuft wirklich alles auf, was irgendwie Masse braucht. Dazu kommt vom Prinzip, dass hier schräg reinkommt der Wechselrichter, der geht nicht noch über den Schund. Und die ganzen, das sind zum Beispiel die zwei Solarregler. Das hier ist die Karosseriemasse. Und zwar ist es so, das seht ihr hier hinten. Hier geht ein Dings durch, hier geht nach einer Gewindestange durch, runter durch den Boden nach außen. Und dort ist dann mit einem Masseband die Karosserie verknüpft. Jedes Gehäuse hier von den ganzen Geräten, jedes Metallgehäuse wird hier dran geschlossen. Ja, das ist praktisch die Masseverteilung der Gehäuse. Wenn wir jetzt mal hier rüber gehen, dann seht ihr hier, da hinten liegen die zwei Solar, hängen die zwei Solarregler dran. Wir haben noch keine Solarpaneele auf dem Dach, das kommt ganz zum Schluss, aber die Regler hängen hier schon. Und hier kommen praktisch die zwei, im Endeffekt hier die zwei dicken 12-Volt-Kabel. Also was heißt das Plus- und das Minuskabel mit den 12 Volt aus dem Wechselrichter beziehungsweise aus dem Batterieladegerät, das ist ja da auch drin. So, genau. Und hier haben wir die Sicherung nochmal extra für den Wechselrichter. Die Sicherung sind auch wieder für Solar. Die sind unterschiedlich dick, die Kabel, weil die Solarregler unterschiedlich stark sind. Ich habe also einen 30 und einen 50 Ampere Regler. Die haben ihre eigenen Sicherungen hier drin. Deswegen greife ich die auf der anderen Seite ab. Das passt dann schon. Und hier oben, hier ist nochmal die Hauptsicherung drin von der Batterie. Hier neben geht ab praktisch das Kabel auch mit einer extra Sicherung. Einer eigenen, die ist hier hinten drin, auf die 12-Volt-Verteilerdose. Ihr seht, wir haben gar nicht viel an der 12-Volt-Anlage. Da sind nur drei Sicherungen momentan drin. Da kommt noch ein bisschen was dazu, aber nicht mehr viel. Wir haben hier an den 12 Volt direkt noch zwei andere Dinge. Das hier ist der Schund selber. Der hat hier auch eine Sicherung drin. Und das hier ist praktisch die Heizung. Und die Heizung, die ist hier unten nochmal. Da war eine Sicherung mit dem Kabel drin. Das habe ich dann auch genutzt. Da wollte ich nicht nochmal extra irgendwas machen. Hier raus aus dem Schund. Das ist dieses Kabel hier. Das geht dahinter. Da ist praktisch so ein Monitor dran, wo ich dann sehen kann, wie viel Volt gerade anliegen, wie viel Restlaufzeit die Batterie noch hat, sowas. Genau. Und das war's eigentlich. Also viel mehr ist da nicht. Ist natürlich trotzdem ein bisschen an Arbeit gewesen. Und musste gemacht werden. Und läuft eigentlich sehr, sehr gut. Wenn man die Kabel richtig berechnet hat und die Sicherung, dann kann eigentlich gar nicht mehr so viel schief laufen. Ihr habt gesehen, wir haben jetzt auch Dinge nicht unbedingt nochmal an extra Verteiler gehängt, sondern mit hier an die Sicherung, wo die zwei Solarregler zum Beispiel mit an den Sicherungen dran hängen. Das ist natürlich, könnte man jetzt auch noch einen extra Verteiler hinmachen. Habe ich mir jetzt gespart, weil es war wirklich nicht nötig. Das hat alles gut drauf gepasst und damit bin ich glücklich. Ja, und
Nun ist es natürlich auch wichtig, wenn man am Tag stehen will, dass man mal weiß, was man an Strom verbraucht, wie viel Batterieleistung man noch hat, wie lange man noch stehen kann, wenn man nichts zum Laden hat. Und dafür gibt es jetzt für mich zwei unterschiedliche Apps. Einmal habe ich den Schund, der alles monitort, was hier drüber geht. Und einmal habe ich praktisch das Battery Management System in der Batterie selber. Die Batterie kann nämlich über Bluetooth selbst angezapft werden. Das heißt, am Schund sehe ich wirklich alles auflaufen, was zum Beispiel über Solar und sowas geht. Und an der Batterie kann ich das auch nochmal gegenprüfen. Ansonsten habe ich jedes einzelne Gerät auch nochmal. Der Multikompakt, da habe ich eine Bluetooth-Erweiterung für gekauft, die habe ich angesteckt. Da kann ich sehen, was da zum Beispiel drüber gerade passiert, wie viel Watt aus dem Netz geholt wird, also aus dem Landstrom zum Beispiel, solche Dinge. In den Solarladegeräten, die haben auch alle Bluetooth, kann ich sehen, was gerade welche Solarpanel produzieren. Genau, soweit. Und jetzt springen wir mal auf die Apps und ich zeige euch mal, was man da so sehen kann. Ja, ich hatte ja gesagt, wir haben zwei Apps und ich würde gerne anfangen mit der von OffContact. Ich halte euch das Ding mal hier hin. Ich hoffe, ihr seht das da vernünftig auf dem Handy. Das ist die App hier. Ich drücke da mal drauf, die geht dann auf. Und hier ist es so, der zeigt jetzt hier gleich die Batterie an, die Signalstärke von der Batterie, da drückt man drauf. Die App ist ein bisschen spartanisch. Aber funktioniert sehr gut. Wir können jetzt hier sehen, SOC ist 40%, das heißt die Batterie ist zu 40% voll. Die Spannung sind 13,3 Volt, der Status ist ladend, die Kapazität insgesamt sind 205 Amperestunden. Hier unten steht jetzt Gesundheit perfekt, das heißt ich kriege so einen gewissen Grund, so eine Grundinfo, wie es meiner Batterie eigentlich geht. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann kann ich hier sehen, dass die Temperatur von der Batterie 19,5 Grad sind. Das ist, ja, da oben die Umgebungstemperatur ist 20. Die Anzahl der Zyklen der Batterie, da sieht man, dass wir eigentlich noch nie richtig großartig die Batterie verbraucht haben hier. Hier sieht man nochmal an dem Tacho auch so die Voltanzahl und hier sieht man die Amperezahl. Das heißt, da wird jetzt mit 4,2 Ampere gerade so eine Ruheladung ist das reingefeuert. Genau. Und ja, das war es eigentlich schon. Mehr kann man hier eigentlich nicht sehen. Da gibt es noch so ein Systeminfo, steht gar nichts drin. Dann ist hier nochmal der Hersteller. Die App ist nichts wirklich riesig Besonderes, aber ich schaue eigentlich relativ gerne rein, weil das ist die absolute Wahrheit, was wirklich in der Batterie drin ist. Und damit kann man dann relativ gut sehen, wie gut die Batterie gerade aufgeladen wird. Ja, Leute, die nächste App, die ich euch zeigen mag, das ist die von Victron. Und Victron hat eine App praktisch für all seine Geräte. Das heißt, das, was ihr jetzt hier seht, diese Liste mit den vier Geräten, das ist oben der Schund, der BMV. Darunter ist der VE Bus Smart Dongle. Das ist praktisch, damit ich in das Multiplus Kompaktgerät reinschauen kann, die Erweiterung, die ich da angeschlossen habe, und die zwei Solarregler. Und jetzt kann ich mir einen raussuchen und wir wollen mal in den Schund gucken. Und wenn ich in den Schund gucke, dann sehe ich, der Ladezustand der Batterie ist 41%. Es wird jetzt, jetzt fängt es an richtig zu laden, jetzt sind es fast 54 Ampere. Da sieht man auch die Leistung, die jetzt gerade durchgeht von 740 Watt und die verbrauchte Amperestunden. Und man sieht jetzt auch in Echtzeit, wie sich das anpasst und wie sich das verändert. Genau, man kann jetzt hier vom Prinzip auf Verlauf gehen. Da sieht man dann noch ein bisschen mehr, sieht man die tiefste Entladung waren minus 213 Amperestunden. Durchschnittliche Entladung minus 40 Amperestunden, gesamtbezogene Amperestunden. Also hier kriegt man schon ein paar Infos, Ladezyklen-Synchronisierung, Mindestbatteriespannung, maximale Batteriespannung. Solche Dinge kann man hier relativ gut sehen und man kann sich Trends anzeigen lassen. Und das ist jetzt praktisch der Trend. Blöderweise bei dem Trend ist es so, dass ich nur sehen kann den Trend, wenn ich die App laufen habe. Das ist ein bisschen schade, weil darüber kriege ich natürlich keinerlei vernünftige Statistiken, zum Beispiel wie jetzt so mein Verbrauch im Schnitt ist oder sowas, sondern ich kann jetzt mal gucken, wie war er denn heute, indem ich die App einfach mal
24 Stunden laufen lasse oder sowas. Ja, ist ein bisschen schade. Das könnte man verbessern. Ich weiß, es gibt sowas auch, da muss man ein extra Gerät kaufen, aber eigentlich würde ich sowas von so einer App hier erwarten, dass die das kann, dass man das einfach einstellen kann. Ja, und da seht ihr, mittlerweile sind wir auch bei 42%, die Batterie lädt anständig und damit hat man eigentlich, oder haben wir eigentlich die Kontrolle, die wir gerne hätten. Wie gesagt, es gibt noch zu dem Schund, gibt es noch so einen kleinen runden Monitor, wo man auch drauf rumdrücken kann, aber ganz ehrlich, warum sollte ich da irgendwo hinrennen, mir einen Monitor anschauen, wenn ich das Handy aufmache und habe alle Infos, die ich brauche. Insofern, beide Apps sind sinnvoll, ja, weil man natürlich auch sagen muss, dass die Victron-App nicht wirklich in die Off-Grid-Batterie reinschauen kann. Das heißt, die können auch schon mal asynchron laufen und dann kann man sie wieder synchronisieren und kann eingeben, okay, das ist der Ladezustand. Insofern habe ich das auch schon einmal gemacht. Ja, und das ist so ein bisschen die Überwachung. Und wie gesagt, in der Off-Grid-App sehe ich auch, ob es der Batterie wirklich gut geht oder ob irgendwas kaputt ist. Und hier habe ich den Gesamtüberblick über alles. Und damit ist eigentlich alles unter Kontrolle. Finde ich gut so. So, das war es jetzt nun zum Thema Batterie im Expeditionsmobil. Wir haben euch gezeigt, wie wir sie eingebaut haben, wie wir sie angeschlossen haben, wie wir Kabel gekürzt haben, wie die Apps aussehen, dass wir alles unter Kontrolle haben, den Schund, diese ganzen Themen, das alles war hier drin. Wenn ihr aber noch mehr Fragen habt, dann bitte haltet die nicht zurück, haut die in die Kommentare, wir beantworten die gerne. Ich freue mich immer über Fragen, ich freue mich auch immer über Austausch. Also wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt oder Dinge anders gemacht habt, wo ihr sagt, das kann man besser machen, haut auch das in die Kommentare, da sind wir auch sehr dankbar für. Und das nächste Mal geht es weiter mit Thema Licht. Und es geht dann auch noch in das Thema Heizung und irgendwann kommt dann auch noch Solar. Solar haben wir ein bisschen nach hinten geschoben. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal, klingelt das Glöckchen. Es war echt schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr aktuellere Fotos haben wollt, dann schaut mal auf Instagram. Da sind wir eigentlich tagesaktuell. Und wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.